Herzlich willkommen beim täglichen Videostrategietiker des Frankfurter Börsenbriefs, heute am Freitag, den 28. März 2014. Ja, der DAX folgt immer noch nicht meiner Maßgabe, eigentlich ganz schön frech, sich mal nach unten zu bewegen. Gestern hatten wir mehrere Anläufe, da ging es zweimal scharf nach unten, aber dann auch zweimal eine scharfe Erholung. Wenn ich einen Hut auf hätte, würde ich sagen Chapeau und würde diesen Hut ziehen vor den Bullen, die sich immer noch nicht geschlagen geben, die immer noch bei niedrigen Kursen kaufen. Das hätte ich nicht erwartet, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber das wird natürlich über kurz oder lang ein Ende haben, gar keine Frage. Mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit muss der DAX einfach aus dieser Situation, wie wir sie jetzt haben, abkippen. Das ist noch nicht diese schwere Abwärtstendenz, die ich für den Sommer erwarte. Da rechne ich ja damit, dass der Markt mal 400, 500 Punkte nachgeben wird. Soweit ist es noch nicht und zwischenzeitlich sind immer auch deutliche Erholungen möglich, ganz klar. Aber auch jetzt kurzfristig ist der Markt ja so überkauft, dass ich nach wie vor bei meiner Meinung bleibe. Und analytisch geht es auch gar nicht anders, dass wir weitere Abschläge sehen. Und entsprechende Empfehlungen werden Sie morgen im Frankfurter Börsenbrief lesen, den Sie in Ihrem Briefkasten haben. Aber nicht alle Aktien laufen gleich. Das Thema Stockpicking ist im Moment sehr gefragt. Wir sehen eine niedrige Korrelation der einzelnen Aktien untereinander und insbesondere im Nebenwertebereich findet sich das eine oder andere sehr gute Schnäppchen, wie beispielsweise eine Nemetschek, die ich Ihnen heute als Tipp des Tages vorlegen möchte. Nemetschek, die ist ja ein Softwareanbieter für die Baubranche, CAD-Software, sagt den meisten ja was, das läuft insgesamt ganz gut. Eine schwierige Tochter haben sie, Allplan heißt die. Und die hat eigentlich bei den Wachstumszahlen zuletzt nicht überzeugt. Aber trotzdem, Nemetschek hat im Gesamtkonzern über alle Segmente beim Umsatz und beim Ergebnis klar überrascht. Beim Ergebnis beim EBITDA sogar über 13% im Plus. Und Sie sehen es hier an dem Chart, der Kurs hat ein neues Hoch erreicht, heute auch über 4% im Plus. In den letzten Tagen war ja schon eine Dividendenanhebung angekündigt worden. Für mich sieht das insgesamt sehr, sehr gut aus. Bauindustrie erholt sich ja, das werden wir in den nächsten Tagen sehen. Der schwache Winter hat dazu geführt, dass die Bauaktivität nach wie vor hoch ist und davon profitieren natürlich auch immer Anbieter der entsprechenden Software. Vorstandschef Patrick Harder, kennt vielleicht noch nicht jeder, ist erst seit diesem Monat an der Spitze von Nemetschek. Und was heißt an der Spitze? Im Grunde macht er in dem Unternehmen alle Aufgaben. Er ist nicht nur Vorstandschef, er ist ja noch Finanzvorstand und wahrscheinlich auch noch Pförtner und Catering-Chef. Nein, im Ernst, also der 40-Jährige macht für meine Begriffe einen sehr ambitionierten Eindruck. Er hat sehr hochfliegende Pläne. Man muss sehen, ob das tatsächlich auch gelingt. Also zumindest die Prognosen für dieses Jahr, dass man beim Umsatz nochmal um 11-14% anziehen wird. Das finde ich schon relativ mutig. Ich hätte eher noch ein hohes einstelliges Plus erwartet. Aber wenn einer mit solch einer Werbe herangeht, dann sollte man das auch mit einigen Vorschusslorbeeren honorieren und ein bisschen Vertrauen in das neue Unternehmen stecken. Und deswegen für meine Begriffe Nemetschek ein guter Wert für dein Trading jetzt in den nächsten Wochen. Das waren die Hinweise für diese Woche. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse am Videostrategie-Ticker des Frankfurter Börsenbriefs. Ab Montag wird sie wieder Walter Thissen kompetent durch die neue Woche führen. Ich wünsche Ihnen ein sonniges Wochenende. Heute nochmal viel Glück bei Ihren Dispositionen. Ihr Bernhard Klenzing.